Die Küche steht so halb schon an ihrem Platz. Ich habe die jetzt gerade mit so einem Holz noch befestigt. Das steht einfach nur an der Wand dran. Und was ihr hier schon seht, da ist meine Heizung drin. Die Heizung, das ist auch so ein kleiner Krusch, den ich noch irgendwie nebenher einbauen will. Da fehlen leider noch ein paar Teile, weil ich das bei zwei verschiedenen Shops gekauft habe. Und dementsprechend baue ich die heute einfach nur ein, aber funktionsfertig wird sie heute noch nicht sein. Es fehlt nämlich noch die Benzin- bzw. nein, Dieselpumpe. Wir haben ja eine Dieselstandheizung, genau. Und es fehlt noch die Zuleitung und vor allem es fehlt noch das digitale Bedienteil. Das war ein bisschen unglücklich, weil ich meine Bestellung nicht geprüft habe und es nur das normale mitkam. Eigentlich wollte ich das digitale mit temperaturgesteuerten Bedienteil haben. Das muss ich mal gucken, wie ich das genau noch löse. Naja, auf jeden Fall, Einbau fertig, kann ich es jetzt so schon machen. Was ich jetzt auch noch hingekriegt habe, so in Kleinarbeit, nachmittags draußen auf dem Feld, war mein Bett fertig zu kriegen. Also zumindest mal den Rost, den Auszug oben drauf. Die Latten fehlen noch, aber das zeige ich jetzt auch schnell. Auf der Fahrerseite habe ich es einfach mit ein paar Winkeln am Boden befestigt. Und aber zusätzlich, das seht ihr ungefähr auf der Höhe hier, habe ich noch ein paar Spacks in die Wand rein. Genauso wie es auf der vorderen Seite ist, da habe ich zusätzlich noch eine Blechschraube unten reingemacht, genauso wie es an der oberen Kante mit in die Trennwand verschraubt ist, auch wieder mit einer Blechschraube. Und auf der anderen Seite genau dasselbe Spiel noch einmal. An der Türe habe ich zwei Latten eingebaut, da kommt dann noch eine Verkleidung an die Türenseite dran. Aber sonst sieht das Ganze eigentlich schon ganz gut aus. Und ich glaube, von der Höhe auch zum Durchklettern, auch für die Jackie, könnte das echt funktionieren. Denn der Sitz und mein Bett wird ungefähr auf dieselbe Höhe kommen. Man darf jetzt nicht vergessen, darauf kommen noch die Latten und zusätzlich noch die Matratze. Das heißt, es wird noch mal ein Stückchen höher und dann wird es auch bequem zum Sitzen, weil momentan ist es noch nicht ganz so ideal. So, jetzt fangen wir aber wirklich mal an mit dem Einbau der Plana 2D von Autotherm. Den richtigen Platz dafür zu finden, ist gar nicht so einfach, denn man muss gucken, was unter dem Boden auch drunter ist. Ich habe mich jetzt hier für die Küche entschieden. Es ist relativ nah am Bett, deswegen hoffe ich, dass sie nicht ganz so laut ist, dass ich davon bei Nacht nicht gestört wird. Aber ich kann sie eigentlich nur hier hinbauen, weil sonst habe ich einen Stromanschluss auf der anderen Seite nicht wirklich. Und auch mit der Warmluftverteilung, dass im Bad warm gemacht wird und aber auch hier vorne im vorderen Bereich unter dem Bett. Es wird einfach anders ganz schwer nur zum Umsetzen. Also dementsprechend sitzt die hier in meiner Küche drin. Die Kühlbox sitzt dementsprechend auf der anderen Seite. Die will ich nicht unbedingt zusammenbauen. So, was brauchen wir jetzt alles dafür? Als allererstes habe ich einen Einbauflansch. Der kommt von Tiger Expert, wie es auch hier schön drauf steht. Für den muss ich jetzt hier ein Loch sägen und dann wird der einfach nur reingesetzt, verklebt und darauf wird dann die Plana drauf installiert. Prinzipiell nicht schwierig, zumindest wenn man sich das so anhört. In der Umsetzung kann ich es euch gleich sagen. Jetzt mal schauen, ob das von unten auch wirklich so aussieht und dann kann ich weitermachen. Ich sag's euch gleich. Ist zwar ziemlich knapp in der Richtung nach hinten, aber passt. Zweite! So, ich würde sagen, das sitzt. Jetzt
Jetzt muss ich nur noch einmal unter das Auto drunter. Da lasse ich die Kamera aber drin, weil draußen regnet es gerade ein bisschen. Und das gleiche ist von unten auch nochmal machen. Allerdings nicht verschrauben, sondern nur verkleben. Verkleben ist übrigens extremst wichtig, weil man möchte ja nicht, dass die Abgase hier neben deinem Bett, neben seiner Küche oder überhaupt in den Innenraum gelangen. Und deswegen kleben, 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 kleben und dichten. Und weiter geht's. Ich stehe gerade wieder im Van drin. Ihr seht schon um mich rum, es sieht echt geil aus. Also ich komme jedes Mal hier rein und freue mich so tierisch, dass es einfach was wird und dass ich so langsam hier das Gefühl habe, ich stehe im Wohnmobil. So, was ist heute dran? Ich baue wieder Kleingruscht. Ich versuche irgendwie drüber hinwegzukommen, dass die Teile für meine Standheizung immer noch nicht geliefert werden oder wurden. Und dementsprechend ich jetzt noch ein Stückchen warten muss und warten muss und warten muss. Und deswegen beschäftige ich mich jetzt einfach mit meiner Küche und mit dem Bett. Bett hat es mittlerweile nämlich Latten bekommen. Wenn man so von hinten reinkommt, dann sieht man jetzt, da wo das Stativ draufsteht, erstmal die Küche. Ja, ich weiß, das Spiel ist ziemlich groß geraten. Ich habe mich selber ein bisschen erschreckt, aber so ungefähr soll es dann mal aussehen. Da steht dann das Bett. Und da vorne liegt dann wahrscheinlich die Jackie rum. Die habe ich nicht vorne da einfach abgelegt nach dem Gassi. Ja, sieht das ja? Da guckt sie. Armer Hund. Obwohl eigentlich gar nicht, die liegt da liebend gern da vorne. Und sie hat es schon fast geschafft, durchzuklettern. Es ist ein bisschen schwierig noch, ich glaube, ich muss an eine Stelle, ich zeige es euch kurz ein Mäntchen. Und zwar genau hier, da wo das weiße Kabel runterkommt, da wo es unscharf ist. Ne? Und da muss ich, glaube ich, noch irgendwie ein Brett hinmachen, dass die Jackie da gut durchlaufen kann. Aber sonst hat es schon relativ gut funktioniert. Die Unterkonstruktion ist ja schon vorhanden, also sprich einmal hinten an der Seite die Wandkonstruktion und hier vorne halt natürlich die offene Konstruktion, die nachher auch meine Schubladen und Türchen und ähnliches beinhalten wird. Irgendwie, es klappt heute nicht so. Ich habe ein bisschen zu wenig getrunken, glaube ich. Sollte ich mal tun, ne? Momentchen. So, ich glaube, jetzt ist es besser. Und zwar, was ich jetzt noch machen möchte, ist, diese vordere Lattung, die muss ja natürlich genau sitzen, wo sie hin soll. Deswegen habe ich mir solche kleinen Kanthölzer schon vorgebaut, mit Winkel dran. Die passen perfekt eigentlich hier oben rein. Natürlich gehören die nicht nach oben, sondern nach unten. Aber es ist ein super Abstandshalter. So, und das gleiche werde ich jetzt für alle Teile bauen. Und damit steht die Küche eigentlich als Konstrukt zusammen schon recht fest. Ich möchte aber ein bisschen übertreiben. Und zwar möchte ich auf die Unterseite von diesem vorderen Konstrukt noch Kleber drauf machen, damit es auf dem Boden gut hält. Und das gleichzeitig noch in den Boden inklusive in der Unterkonstruktion drin verschrauben. Und ich glaube, dann kann kein TÜV-Prüfer mehr meckern, dass das nicht stabil genug ist. Also, an die Arbeit, los geht's! Standheizung fast installiert. Also eigentlich hängt sie schon, ich zeige es euch kurz, ich gehe einfach mal runter und der Diesel kommt. Einmal leuchten bitte. Ja. Ach, der Friede ist heute wohl auch wieder zu Besuch. No. Da, ja, aber sieht es wahrscheinlich nicht. Ah, da kommt gerade, sieht man noch was? Ja, man sieht es leider nicht wirklich, schade. Sieht man es nicht wirklich.
Aber man hört sicher das Klicken der Pumpe. Möchten wir rüber. Die sitzt nämlich da. Und die pumpt jetzt gerade den Diesel hoch. Direkt daneben ist dann noch der Auspuff. Also nicht direkt, aber fast daneben. Und hier und drunter sitzt dann die Standheizung. Also wie ihr seht, wir haben hier unten echt keinen Platz und trotzdem haben wir unten zu zweit gearbeitet, der Frieder und ich. Der kuschelt sich hier gerade irgendwie in die Ecke da hinten. Also wie ihr seht, es hat keinen Platz. Nein, auch nicht für kleine Menschen. Genau, aber trotzdem hat es Spaß gemacht und sie sitzt jetzt endlich drunter und jetzt hoffen wir, dass sie ihren Diesel durchzieht und gleich mal ordentlich warm macht. Top. So, und da unten brummt jetzt das gute Gerät. Also noch kommt nicht wirklich warm raus, aber zumindest mal kommt Luft raus. Und Frieder klappt gerade von unten. Ja, Frieder? Hä? Was? Kommt warm? Nee. Draußen haben wir schon auf 4,1 Grad geheizt. 23,4 Grad. Es geht dezent hoch. Mal gucken, was die nächste Aktualisierung sagt. 27,5 Grad. Ja, das ist top. Das wird warm.